Samsung Galaxy S10e braucht eine neue Ladebuchse und einen neuen Akku. Normalerweise bin ich eigentlich nicht so der Freund von Handys, weil hier mit dieser ganzen Kleberei und alles so fummelig. Aber gut, machen wir uns mal dran. Die Sache ist hier, die Micro-USB, Quatsch, die USB-C-Ladebuchse ist auf dem Mainboard verlötet und bei manchen Handys hat man es ja so, dass die nochmal so ein kleines einzelnes Mainboard unten haben, wie so ein Tochterboard sozusagen, wo halt der USB-C bzw. die Ladebuchse drauf ist. Da kann man dann manchmal hingehen, kann einfach dieses kleine Board unten tauschen, das ist dann mit einem Flexkabel auf der Hauptplatine aufgeklickt, in dem Fall hier nicht möglich, weil alles eine Platine ist. Da die Teile hier verklebt sind, kann man hingehen, bevor man das hier versucht abzuheben, sollte man es möglichst erwärmen, kann man mit einem Föhn machen. Ich in dem Fall habe hier so eine Silikonmatte und erhitze das ganze Gerät jetzt hier auf um die 65 Grad. Damit einfach der Kleber die Haftkraft verliert. Das ist meistens hier, also ja, so zum Beispiel hier auch dieser T8000. Aber gut, von Werk aus ist natürlich was anderes, aber in diesem Temperaturbereich verliert der Kleber so langsam seine Haftfähigkeit und das Teil lässt sich dann deutlich einfacher öffnen. Zu bedenken ist, wenn man das auf so einer Matte hier erwärmt, beziehungsweise mit einem Föhn, wird man es wahrscheinlich jetzt nicht so heiß bekommen, aber wenn man es jetzt hier erwärmt, geht es natürlich auch leichter auf, allerdings verliert der Akku dann durch dieses Erhitzen eine gewisse Anzahl an Kapazität, also einen gewissen Prozentsatz, 10, 20% vielleicht von der Gesamtkapazität, wenn man den jetzt irgendwie 5 bis 10 Minuten auf 60 bis 70 Grad erhitzt. Nagelt mich jetzt aber nicht auf diese Zahlen fest. Aber das macht in dem Falle nichts aus, weil wir sowieso einen neuen Akku einbauen. Gut, wir lassen das Ding hier mal 5 bis 10 Minuten auf Temperatur kommen und dann schauen wir gleich weiter. Wir versuchen hier schon mal so ein bisschen langsam reinzukommen. Es geht zum Glück halbwegs gut. Immer schön, schön vorsichtig hantieren, dass einem hier möglichst nichts bricht und sich jetzt hier langsam an den Seiten, und es geht ja hier wie Lack gar nicht gewöhnt, und sich dann hier langsam durcharbeiten und dann kommt einem das Teil schon praktisch von alleine entgegen. Sehr gut. Wunderbar. Wie gesagt, deutlich einfacher, als wenn man das jetzt im kalten Zustand macht. Da läuft man dann Gefahr, dass man sich irgendwie was kaputt bricht. Als allerersten Schritt, bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwas weitermachen, wie beim Laptop analog zu allen anderen elektronischen Geräten auch, dafür sorgt, dass das Teil stromlos ist. Das heißt, Netzteil haben wir keins dran, aber der Akku muss ab. Weil irgendein Schräubchen hier rausgedreht, das fällt einem ungünstig oder man rutscht mit dem Schraubenzieher irgendwie ungünstig, shortet hier ein Kondensator oder sowas, dann ist erstmal Ende. Und man kann gucken, wie man das Teil dann wieder repariert. Wahrscheinlich kann man das ganze Board austauschen. So, wir müssen jetzt die ganze Peripherie hier abbauen, die ganzen Kameras, Sensoren und so weiter, alle möglichst gut, sicher und wieder auffindbar ablegen. Was gluckert denn eigentlich hier so? Komisch. Genau. Sämtliche Anbauteile müssen hier ab und danach auch wieder dran. Wichtig ist auch, den SIM-Kartenschacht zu entfernen. Das ist ein Teil, was ich auch immer sehr, sehr gern vergesse. Nur so geht das Mainboard am Ende raus. Sonst hebelt man da rum und wundert sich, warum nichts passiert. Kann man das Board auch schon mehr oder weniger einfach rausheben. Immer vorsichtig sein, dass man das nicht zu stark biegt, weil da sind natürlich auch alles BGA-Chips und wenn man da zu stark an dem Board rumbiegt, kann sein, dass man die Lötverbindung unter den Chips kaputt macht. Deswegen vorsichtig.
Jetzt haben wir hier einmal das Board. Unten ist der Mikro. Warum sage ich eigentlich immer Mikro? Unten ist der USB-C-Anschluss. Auch schon ein bisschen Staub reingekommen ist. Aber das wird jetzt in dem Fall nicht unser Problem sein. Das löst eigentlich keinen Wackelkontakt aus. Ja, die Buchse ist einfach hinüber. Was wir jetzt machen müssen, ist, damit das Teil gleich leicht herausgeht, ist hier einmal Flussmittel aufbringen und dann das Lot hier ein bisschen verbleien, um wie üblich den Schmelzpunkt zu senken, dass wir mit weniger Hitze gleich aufs Board drauf müssen, dass der Board sich löst. Unten drunter, hier in dem Fall unter dieser Seite, hier sind natürlich die eigentlichen Verbindungen, das sind ja hier, das ist nur Ground bzw. der Halter. Dann müssen wir noch die Stellen rechts und links einmal abkleben, weil hier sind noch Komponenten wie Mikrofon zum Beispiel. Die müssen wir möglichst gut schützen vor der Hitze. Deswegen klebe ich einmal mit Captain Tape links und rechts ab. Und ein bisschen Flussmittel drauf. Und eigentlich müssen wir nur die Stelle hier erhitzen. Rechts und links, das kriegt genug. Also die Punkte, die wir gerade hier mit dem verbleiten Lot bearbeitet haben, die kriegen durch die Wärmeleitung vom Board genug Hitze ab, dass die sowieso flüssig werden. Also im Prinzip geht es nur um die Pins, die hier unten drunter liegen. Deswegen machen wir hier ein bisschen Flussmittel drauf. Und da fällt sie dann schon von alleine raus. Müssen wir überhaupt gar nicht mit irgendeiner Pinzette oder sonst irgendwie was nachhelfen. Kurz abkühlen lassen. Auf der anderen Seite sehen wir die Pins, alle noch da, wunderbar. Den Port müssen wir uns natürlich auch schon mal vorverziehen, dass es gleich eine gute Haftung gibt, beziehungsweise dass sich die Pins gleich gut verbinden auf dem Board und hier an auf dem Board und an dem Port, genau. Gut, Port ist drauf. Zu aller guter Letzt kommt noch der Akku dran. Dafür gucken wir mal, ob wir den hier so halbwegs rausbekommen. Ah, hier ist noch diese kleine Dichtung für den USB-C-Port. Die dürfen wir nicht vergessen, damit das Teil am Handy halbwegs bündig abschließt und da nichts dazwischen kommt. Ein bisschen Isopropanol drunter laufen lassen. Und mit ein bisschen Überredungskunst ist der alte Akku draußen. Und der neue hier 2023 kommt rein. Einmal hier abziehen, dass wir ihn wieder kleben können. Ich weiß nicht, ob er den Rest unten raus machen muss. Machen wir mal einfach. Gut, dann Rückbau in umgedrehter Reihenfolge. Ich mache jetzt in dem Fall hier einmal das Mainboard zuerst, weil ansonsten ist hier wieder da ein Connector mehr, der im Weg ist, in dem Fall von dem Akku.
gerade noch hier die Schrauben rein und bevor ich es dann weiter zusammenbaue, gibt es erst nochmal den Funktionstest, ob das Teil jetzt auch lädt, so wie es soll. Sonst kann ich nämlich gleich wieder alles auseinanderbauen, Arbeit sparen. So, das Teil brauchen wir gleich einmal, um zu sehen, wie viel Spannung und Strom reingeht. Dann kommt einmal der neue Akku drauf. Schauen wir mal, ob es in Quick Charge wechselt. Was sagt es? Überhitzt? Überhitzt kann aber nicht sein, aber es kann sein, dass noch die Teile hier fehlen, weil da die Sensoren drin sind. Die werde ich dann gleich mal dazu bauen. Sehr gut. Wir haben hier jetzt Quick Charge mit knapp 9 Volt, 1,6 Ampere. Gut, Schnellladen funktioniert. Sieht alles sehr gut aus. Damit ist die Sache hier fertig. Ich mache alle Schrauben wieder rein, den Deckel wieder drauf und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und alles wieder zusammengebaut, lädt, passt, funktioniert alles so wie es soll. Als allerletztes, ich meine, da ist ja eh noch Kleber drauf, aber ich werde jetzt nochmal hingehen hier mit dem T800 nochmal eine dünne Schicht, Betonung auf dünne Schicht, nochmal ringsrum machen. Gegebenenfalls nochmal Klebereste hier mit einem Tuch Isopropanol entfernen. Gut, das war der Akkuwechsel und Ladebuchsentausch beim Samsung S10e. Alles soweit glücklicherweise komplikationsfrei verlaufen. Neue Akkus drin, Ladebuchse lädt wie sie soll. Wunderbar. Und jo, danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.